willkommen Freunde im nächsten Final Fantasy Part. Wir sind in der Himmelsstadt Bujerba. Waren schon lange nicht mehr hier. Aber ich möchte eine kleine Pause einlegen von den ganzen Mob-Aufträgen und Kämpfen und Esper-Jagden der letzten Parts. Da war ja wirklich einiges los. Von daher habe ich gedacht, wir machen jetzt die kleine Nebenaufgabe mit den Bujerba-Tropfen und holen uns etwas Kohle. Diese Nebenaufgabe kann man erst dann starten, nachdem man den Morgensplitter erhalten hat. Ich dachte, ich habe ja, als ich das erste Mal hier war, habe ich ja gedacht, ich hätte die ganze Zeit schon machen können. Aber nee, dem ist nicht so. Erst nachdem du aus der Grabstätte raus bist. Bisschen Geld dazu verdienen ist gut. Ich habe während eurer Abwesenheit nach dem letzten Part ein bisschen Kohle dazu geholt. Wie ihr seht, habe ich über 530.000 Gil. Ich habe ganz einfach Luxuspelze verkauft, gefarmt und verkauft, dabei noch Lizenzpunkte gefarmt und Hadesflammen, die wir später fürs Sonnenschwert brauchen. Aber keine Panik, wenn es soweit ist mit dem Sonnenschwert, mache ich da natürlich einen extra Part für und zeige euch das Ganze dann auch nochmal live und in Farbe. Auch wie man an der Stelle Geld farmt, also wie ich es gefarmt habe, das zeige ich euch alles noch. Ich habe es nur, weil ein bisschen im Voraus gemacht, damit ich einfach an ein bisschen Kohle rankomme. Denn die werden wir definitiv gebrauchen können, die Kohle. So, gut, zurück zur Nebenaufgabe mit den Tropfen. Hier steht schon der erste Tropfen. Eine Pulle Bujerba-Tropfen. Wird übrigens als Schatz gewertet. Also sprich, wir könnten ihn auch regulär bei dem Händler verkaufen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel machen, würden na, hallo? Bekommen wir da nur 250 Taler für? Was hast denn du? Na, Schrott. Jedoch gibt es in jedem Gebiet von Bujerba, also hier zum Beispiel, hier in diesem Gebiet, in diesem, da und in den jeweiligen Geschäften, gibt es immer eine Person, die euch diesen Bujerba-Tropfen direkt abkauft für 1000 Gil. Und das bei 14 Bujerba-Tropfen macht einen guten Gewinn. Oh, wenn das nicht der Bujerba-Tropfen ist. Hm, ja, das könnte es sein. Bitte? Oh nein, es ist nichts. Und dann verticken wir den für 1000. Und dann passiert immer was anderes mit den Leuten. Da kann man so ein bisschen so kleine Geschichtlichen erfahren. Ist ganz interessant. Wo bist du nur hin? Wieso hast du mich einsam zurückgelassen? Oh Gott, die Arme. Ja. Und auch sehen, was der Alkohol aus einem machen kann. Hier haben wir einen weiteren Bujerba-Tropfen. Schau mal leider an, Bujerba-Tropfen. Wo hast du den edlen Tropfen? Bis vor kurzem war er doch gar nicht mehr lieferbar. Verkaufst du mir die Flasche? Ja klar. Habe ich dir den Tag gerettet, das ist aber schön. Sich bei Sonnenschein einen solch feinen Tropfen hinzugeben, ist was Feines. Auch wenn sich das schlechte Gewissen schon bald einschaltet. Ja. Können wir auch ein bisschen die Musik genießen und einfach mal wieder ganz gemütlich durch die Städte schlendern. Ist doch schön. Das Problem ist halt nur, die Dinger zu finden, denn die sind ganz gut versteckt. Da ist sie, die Flasche, in der Vitrine. Ganz gut versteckt.
Werbehäschen, ja. Auf die alten Tage und Bescherbertropfen zu Gesicht, junger Mann. Alter, was ist in diesem Drecksloch langweilig? Du siehst aus wie ein knackiger, flotter Hecht, ne? Oh Gott, Hilfe. Und wenn wir eh schon in den Buschelber sind, können wir ja auch gleich den Ameisenlöwen annehmen. Warum denn nicht? So. Der Waffenladen hat natürlich auch einen Buschelbertropfen zu bieten. Ach du Scheiße, ist ja voll. Da steht die Flasche. Man kann sie natürlich nicht an irgendeinem x-beliebigen Bürger verkaufen, sondern man muss immer den richtigen finden. Ah, er tappt, Schluck, bla. Ja. Ach, du willst ihn. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich weiß gar nicht, wer diesen göttlichen Trank das letzte Mal zu mir genommen haben. Also, die Leute sind alle voll scharf drauf. Oh, shit. Okay. Ich bin plötzlich so müde. Scheiß Alkohol, ne? Pennt hier einfach ein mitten im Laden. Geil. Wir brauchen richtig viel Kohle für später, denn es wurden einige Dinge teurer gemacht. Der chillt auch. Ui, der weckt sogar Tote, was? Aber wenn wir eh gerade im Magieladen sind, ist immer ein Blick wert. Schade. Meitje. Gehen wir mal zuerst ganz nach Süden, warum denn nicht? Allein schon, dass wir uns die Gräuelurne letztens gekauft haben, die 250.000 haben ordentlich reingekloppt in die Haushaltskasse. Gubo? Schwarzkunst und Distanzschaden, ne? Finden wir vielleicht noch irgendwo. Ach, da ist er ja schon. Bestimmt irgendein Mogri, der sich hier abschießt. Du siehst schon so verdächtig aus. Lebenselixier eines jeden Mogris. Kupo. Will haben, Kupo. Für 1000 Gil. Kupo, die Decke dreht sich auf einmal, Kupo, und vor meinen Augen tanzen bunte Chocobos den bujabanischen Schublattler. Ach du Scheiß. Kupo. Ich weiß zum Beispiel, dass es Masamune von 250.000 auf 350.000 erhöht haben, wenn du es dir kaufen willst. Allein das ist schon eine übelste Frechheit. Allein das schon. In diesem Gebiet hier hinten waren wir noch gar nicht, das geht so nicht. Für einen Erfolg im Spiel sollten wir jedes Gebiet zumindest einmal kurz angerissen haben. Und der steht hier irgendwo ganz am Anfang, der Tropfen. Ah ja, hier oben beim Schwein. Oh, ich hab ganz schlimme Befürchtung, dass das Mädel springt. Ja, du warst es. Oh, geht's da runter? Ach, da ist ja noch mal ein bisschen.
Wie kommst du von da unten wieder hoch? Trägst du etwa den köstlichen Busherba-Tropfen mit dir? Ich trinke ihn am liebsten, während eine himmlische Brise mir über das Gesicht streichelt. Ich kann fliegen. Ich weiß, dass ich es kann. Meine Engelsflügel muss ich aus meinem Flügelwärmern holen. Und dann geleite ich davon. Mach's lieber nicht. Oh Leute, sieht sehr schön aus. Aber so ganz ohne Geländer. Huhuhuhu. Hey Specki, beim Speck meines Bauchvaters geht ihr aus dem Weg. Oder umgekehrt, beim Speck deines Bauchvaters. Oh Gott, ich bin fertig mit der Welt. Beim Speck deines Vaters geh mir aus dem Weg, so rum. Ach Gott. Beim Speck meines Bauchvaters. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Ah, ich sehe ihn gleich. Krutz, eine Flasche Busherba-Tropfen. Das würde ein romantisches Dinner bei Kerzenschein perfekt abrunden. Ja, hast du jetzt gerade ein romantisches Dinner mit Kerzenschein oder was? Wie er da liegt. Oink, das Zeug verbrennt einem ja die Speiseröhre. Und auch hier im Gang ist natürlich ein Tröpfchen. Busherba-Tropfen, her damit. Ein Geschenk der Götter, nun sind alle meine Lebenswünsche in Erfüllung gegangen. Von mir aus könnt ihr mich zu euch nehmen, ihr Götter. Oh Gott, der ist fertig. Der ist fertig. Jetzt haben wir natürlich hier noch das Gebiet mit dem Technikladen und der Kneipe. Natürlich gibt es auch in der Kneipe den Busherba-Tropfen. Ja gut, aber da bin ich jetzt gerade Schrott gelaufen. Warte mal. Ach, Technikladen, sage ich schon, mit dem Haus hier. Auch unser. Da hinten ganz im letzten Eck versteckt, ne? Die Schweine. Genau du. Und hier, die weinende Frau. Nire, oder wie sie heißt. Die ist auch unsere Auftraggeberin von Ameisenlöwen. Bist du ein Clanmitglied? Kannst du mir helfen? Ich höre mir deine Geschichte an. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Bitte rette Elrond und Kite. Hey, Niri, der Reihe nach. Der Bub weiß doch schon gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Oh ja, zwei Kinder retten. Ich bin total überfordert. Ja, ich als Mutter sollte Ruhe bewahren. Meine Kinder sind in die Lusumin gegangen und kommen nicht mehr zurück. Und Schlimmeres gibt es in den dunklen Schächten der Lusumin. Und Schlimmeres geht in den Lusumin. Der Ameisenlöwe treibt dort seinen Unsinn. Ein sehr gefährliches Monster. Die zu unserem Schutz errichtete magische Barriere durchbrach er und auch die Forscher, die man entsandte, schlug er in die Flucht. Oh, Forscher habt ihr hingeschickt? Wahnsinn. Einige Minenarbeiter wollen meine zwei Kinder gesehen haben, wie sie tief in das Bergwerk gegangen sind. Zu allem Übel haben sie den Schlüssel mitgenommen, der eine Tür und Tor in der Tiefe liegen, Stollen öffnet, bla bla bla. Was soll nun geschehen? Was soll ich nun bloß tun? Bloß tun? Kite, Elrond. Dürfen keine Zeit verlieren, wenn es um das Leben der Kinder geht. Ameisenlevel. Ja. Kommt mal in die Gänge hier. Den ganzen Tag Zeit. So. Jetzt bekommen wir auch den Schlüssel für das Gatter in Flöz 2, öffne es, um in Flöz 3 zu gelangen und die finsteren Tiefen der Schächte und Stollen auszuleuchten.
Nice. Das ist leider noch nicht der endgültige Teil von den Lusumin, aber immerhin, wir kommen ein Stückchen weiter. In dem Haus gab es übrigens auch einen Bujaba-Tropfen, den können wir der Frau aber auch erst geben, wenn sie ihre Kinder wieder hat. Vorher will sie nüchtern bleiben. Stammgast. Na, wie wär's mit einem Nachtrunk? Alter, sieht's da. Ich glaube, so sieht's vor jeder Kneipe aus, oder? Jetzt verstehe ich einen Schluck vom Bujaba-Tropfen und ich fühle mich der Erleuchtung nahe. Endlich geht mir Licht auf. Das freut mich für dich. War auf irgendeinem Tisch hier, ne? Ach, da. Und natürlich der dickste in der letzten Ecke, Magu. Oha, der Bujaba-Tropfen, du bist doch ein Kind. Den Wert dieses Trunkes kannst du gar nicht ermessen. Ich gebe dir aber für 1000, wie sieht's damit aus? Boah, da liegt der Bäuchlings. In der Nalbiner Wüste, am plattivalisischen Rand, liegen die Sechs in der Gosse und Mokris am Strand. La 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 la. Geiler Typ. Robby und Seelenbrenner. Ach so, stimmt. Wir haben ja noch normale Aufträge. Gut, soweit zu den Bujaba-Tropfen. Nee, soweit noch nicht zu den Bujaba-Tropfen. Denn vor der Mine gibt es natürlich auch noch jemanden, der Durst hat. Und es war am Wasser, am Brunnen hier unten, war der letzte Tropfen. Ja, da ist er doch. War das nicht sogar der Händler hier oben? Also der Händler vermutlich nicht, aber einer seiner... Oder ein Wächter oder Arbeiter hier. Hey Bursche, ist das der Bujaba-Tropfen? Bis die Minenarbeiten wieder aufgenommen werden, kann es noch ewig dauern und ich langweile mich. Na dann, trink erstmal ein, mein Freund. Oh shit. Die sind fertig. Minenarbeiter, ah, mir noch Schnuppe. Das ist die richtige Einstellung. Aber wir machen jetzt etwas Minenarbeit. Tja, haben wir ein bisschen was vor uns. Also, hier ist ja Flöz 3 und hier oben dann Flöz 2 und hier oben dann Flöz 3. Da müssen wir hin. Hier würde ich allerdings gerne hin, denn da gibt's die richtig geilen Kisten der Lusumine. Da gibt's den richtig geilen Scheiß. Ich habe Wahn übrigens wieder zum Clown geschickt. Als ich, naja, Gil und LP gesammelt habe im verwunschenen Wald. Und Teleportsteine, sehr gut, werden wir natürlich immer gebrauchen. Skeleton. Einzelne LP fahren immer gut. Ash hat übrigens das Blutschwert A wieder an. Ah ja, richtig. Das Gitter haben wir hier schon jeweils aufgemacht. Wollte ich nämlich gerade noch vorschlagen. Aber das haben wir ja schon.
Ein Glück. Elrond. Oh, verdammt. Da ist er ja, der kleine Strolch. Komm her, du. Du Satansbraten. Flatterzahn und einen Teleportstein geklaut. Geil. Oh. Aerias. Der Exot hat sich ja auch mal auftauchen. Beziehungsweise blicken lassen. Oh shit. Oh, Sluxy. Es tut mir leid, mein Freund. Du einzig wahres Tier. War übrigens eine 20%ige Chance, dass dir hier die Fledermaus auf den Kopf fällt. Also nichts Besonderes hier am Exoten. Wie gesagt, irgendwann mache ich auch noch ein Exoten-Video. Teleportstein. Ich habe mal eine Idee. Das kommt mir die ganze Zeit schon. Aber ich habe nicht dran gedacht, immer wenn ich eine Aufnahme gestartet habe. Wir geben die Heilroute wieder Penelo und machen, was weiß ich, das muss doch hier immer sein, Gefährte Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt gedacht, es gibt vielleicht auch eine Gambit. Muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich die einfach nur nicht gekauft. Eine Gambit mit Gefährte nicht im Zustand. Regener. Und das, dann hätte ich dann auf Attacke gemacht. Und dann hätte Penelo uns ja regelmäßig schlagen können. Sobald unser Regener abläuft mit der Ener-Route. Mit der Ener-Route. Mit der Heilroute hier. Scheiße, da muss ich mich echt nochmal informieren. So, hier können wir uns ja wieder dumm und dämlich farmen. An LP. Das machen wir jetzt nicht. Ganz eilig. Nur das mit, was auf dem Weg liegt. Hier oben geht es ja noch nicht weiter. Hier müsste das Gitter noch zu sein. Ja, und wir können es leider auch nur von der anderen Seite öffnen. Deshalb ist hier der einzige mögliche Weg. Ach, Ash hat... Ach, Ash hat Gemach abbekommen. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Goldamulett, komm, dass wir da mal ein bisschen das Gemach austricksen, kriegst du die Hermesstiefel. Und du bekommst so lange das Goldamulett. Ein bisschen schneller geht mit unserem Damage-Dealer. Geht doch. Hebegatter. Flöts 3 Schlüssel. Yes. Und schon haben wir neue Gegner, die auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Durahan und
Koplos. Koplos. Quasi kopflos. Koplos. Kopflos. Verstanden. So. Und mit dem Krakata ist es natürlich richtig geil. Also dem Blutschwert A. Dass die Jungs hier... dass die Jungs hier verwirrt werden. Äußerst praktisch. Regena ist auch äußerst praktisch. So, also. ja. Ein paar schöne Sachen gibt es hier unten dann doch noch. Unter anderem könnt ihr euch überlegen, falls der Bedarf da sein sollte, sich mit Hastgar-Splitter zu versorgen. Gibt es hier eine ziemlich geeignete Kiste? Nein, die hier nicht. Hier gibt's ein Multizepter, immer zu 100%. Und hier kann man Splitter farmen. Was bist denn du? Hexapolit. Klatsch. Interessanter Gegner. Zack, tot. Der Ameisenlöwe ist natürlich ganz am Ende. Ah, scheiße. Die blöden Fallen, ne? Sie aber immer mitten im Weg liegen müssen, ne? Erdkristallit. Besagte Kiste mit dem... Alter! Besagte Kiste mit dem... Haskar-Splitter. Soweit ich weiß, diese hier. Ja, perfekt. Gleich richtig gefunden und Glück gehabt. Die ist fast immer da. Und wie gesagt, 50-50 zwischen Gil und Item und dann nochmal 50-50 zwischen Asuka-Splitter und irgendwas anderem. Das könnt ihr euch überlegen. Wie viele Asuka-Splitter haben wir denn? 10 Stück? Ja, das reicht eigentlich. Ich meine, die sind jetzt dafür da, wenn du keinen Zeitmagier hast und keinen Maschinisten, der später noch auf Asuka zugreifen kann. Oder wenn dir der Zauber, also die Ausführung des Zaubers, zu lange dauert, kannst du natürlich auch einfach einen Splitter werfen, was in einem harten Fight natürlich wesentlich besser ist. Hier haben wir das Koganin zu 100% und die Aspite zu 100%. Koganin, klar. Ninja-Schwert, verstärkt mit Erde, nicht mit Schatten, aufpassen. Und die Aspite ist ein Hohlgeschoss, okay. Jetzt ist die Frage, wo ist denn hier mein Kollege? Ein Ameisenlöwe. Oh, ein Stargus? Du hier? Echt? Wundert mich.
Stargus ist kein Exot, sondern ein ganz normaler Gegner der Lusumin. Allerdings sehr selten. Ich glaube, da muss ich irgendwie eine halbe Stunde hier drin aufhalten oder so. Daheim zu Lusumin Stargus. Sieht halt auch mal richtig geil aus, das Viech. Moment mal. Mit der Regelsprache Auftrag genommen, meine Kinder sind... Ameisenlöwe in den Magneten. Ich meine, gekehrt Ameisenlöwe soll es in Flözen 9... Ach, Flözen 9? Oh. 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 Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, der wäre hier oben. Oh, ich habe es halt auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? ja. Halt, was war hier? Gil. Upsi. Na gut, nicht weiter schlimm. Können wir ja wenigstens mal die Verbindung schaffen. Dämliche Tri-Attacke, ey. So. Gatter drücken. Perfekt. Klatsch! Stufe 49 schon, na Halleluja. Boah, es war ein langsam mit Gemach. Eieiei. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen voran. Komme ich da schon hin? Doch, ich könnte schon... Ja, stimmt. Geht natürlich nur... ich bin doof. Na klar. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Junge, 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 was ist denn hier los? Mit dem Schalter hier können wir da hinten das Tor aufmachen. Haha, haha. Klaro. Ja, auch dämlich. So. Geht doch. Und vor allem das super Wichtige kommt jetzt in den Lusumin.
gibt's ein Kristall, ein Telekristall. Geil. Kite. Ich bin zum Spielen mit meinem Bruder in die Minen. Er ist ganz weit hinein und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Eigentlich müsste ich ihn ja suchen, aber ich habe solche Angst, dass er von diesen Monstern entdeckt wird. Ich meine den Ameisenlöwen. Wenn der nicht wäre, könnte ich meinen Bruder suchen gehen. Oh, Zwerg. Na gut. Helfen wir dir mal. Ist es nicht die Brücke? Oder diese Brücke da unten? Ja, die Brücke da unten. Ja, die Brit-Bomber-Brücke. Wer kennt sie nicht? So, in diesem Abschnitt gibt es natürlich auch geile Kisten und auch einmalige Kisten. Die erste ist gut hinter Minecart versteckt. Indigo-Stein. Was war der eigentlich nochmal? Ach Quatsch. Erhöht die Erfolgsquote gesprochener Zaubersprüche. Das wäre dann zum Beispiel mal was für Berserk und für... Hier, wie heißt's? Da, den Tank zu bestimmen. Armor, glaube ich. Nee. Wer ist die Scheiße? Ach, Grünmagie. Doch, Armor. Bandsplitter. Geil. So, ab hier wird's langsam gefährlich und interessant. Killermantis. Wenn die sich gegenseitig auffressen, oh ho ho, dann brennt aber die Luft. Wobei, so wie Ash abgeht, brennt hier gar nichts mehr. Iganin, auch einmalig, auch gefunden. Ninja-Schwert. Mit Wasser verstärkt, ach du Scheiße. Kann eh nur Waren anziehen. Hebegatter, hier, oh, Flöts, 11 Schlüssel, genau, der war das. Hier geht's dann in den letzten Teil der Mine. Und da geht dann ordentlich der Punk ab. Und wenn ich mich nicht täusche, kommen wir dem scheiß Ameisenlöwe immer näher. Garsplitter? Oh. Ja, ihr seht schon, da hinten wuseln die ganzen Dinger rum. Bisschen Angst habe ich jetzt ja doch schon. Ich weiß nämlich nicht, wie stark der Ameisenlöwe ist. Okay, gut. Oh,
Großhornisch. Zuerst mal die Kleinen weg. Damit die sich hier nicht gegenseitig fressen und stärken können. Nein, nicht erbeuten! Hau ihn weg! Oh oh. Oh oh. Diebesfeuer. Ach, Neopaloa. Alle Heilmittel auf Ameiselöwe. Haha, mal gucken. Oh, gut. Stummgemach Virus, immerhin. Ist schon mal was. Sehr nice. Jetzt einfach nur umkloppen. Ah gut, ich habe ihn stärker in Erinnerung gehabt. Alter, hält der viel aus. Was ist denn da los? Ich werf mal eine Fiole auf ihn. Das hat lediglich den Grund, dass das scheiß Virus weg ist. Okay, hat sich erledigt. Und war nicht, da man klauen will. Sieg über Ameisenlöwe. Sehr schön. Haben wir die Zwerge gerettet? Ist der tot? Weil ich den Schlüssel zu der Gatter hinten in den Stollen gefunden hatte, bin ich mit Keiz zu einer Minenexpedition aufgebrochen. Hätten uns die Erwachsenen dabei erwischt, die hätten uns natürlich sofort an den Ohren nach Hause gezerrt. Darum bin ich vorhin weggelaufen. Den Schlüssel habe ich allerdings beim Angriff fallen lassen. Oh. Und da unten ist nichts als Meer. So ein Mist aber auch. Bruder. Keiz. Ist das jetzt ein Mädel oder ein Junge? Bist du in Ordnung? Keine Verletzungen? Jo, nicht ein Kratzer. Lass uns den Plan aufgeben. Wenn diese Leute uns nicht geholfen hätten und wenn dir etwas zugestoßen wäre, ich hätte... Oh. Vielen, vielen Dank. Ich werde mit meinem Bruder nach Busherba zurückkehren. Sorge dich nicht, zu zweit kann uns nichts passieren. Na dann. Genau, also bis dann. Bestimmt wird der Schlüssel irgendwann mal an irgendeiner Küste angespült. Ja. Wenn man den Satz nicht liest, hast du keine Chance. Und wenn man nicht weiß, wo der angespült wird. Aber in irgendeiner Küste ist gut. Das halbe Spiel besteht hier aus Küste. Ja, aber Freunde, da hinten war nämlich noch ein bisschen was. Da war noch ein bisschen was. Kistentechnisch. Eine ist hier nämlich immer da. Abwehrmalus. Eine Technik, die wichtig ist für extreme Bossfights später. Und die andere Kiste ist jetzt auch nicht wichtig. Also nicht so wichtig. Die ist auch wiederkennt. Aber der Abwehrmalus war hier eine Technik, die einmalig ist. Das haben wir geschafft. Würde ich sagen, sehen wir uns bei unserer Auftraggeberin wieder. Meine Kinder sind unbeschadet zurückgekommen. Es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit ausdrücken könnten. Vielen, vielen Dank. Eine Duplikette und ein Wieselsichel. Die Duplikette ist richtig nice. Die ist richtig nice. Und die Sichel, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Gibt's später zuhauf. Mama hat schon wieder mit mir geschimpft. Mehr Hausarrest. Jetzt habe ich... Mama hat geglaubt, dass mein Bruder fortgelaufen sei und niemals wieder käme. Mama, da war auch wirklich schlimm mit ihm geschimpft. Aber ich glaube, wir haben Mama viel zu lieb, dass wir wirklich fortlaufen würden. Ja, das hoffe ich doch. Und die Busherba-Tropfen können wir auch endlich abschließen.
gerne würde ich, aber nein, er hat mir geschworen. Ja, pass mal auf. Die Gier nach den Tropfen war stärker als mein Wille auf Abstinenz. Naja, zur Feier, dass mein Sohn unbeschadet zurückgekommen ist. Erst jetzt, beseufzte sich. Wo ist er nur hin, dieser elende Dreckskerl? Hat sich auf und davon gemacht. Aber wenn er wiederkommt, werde ich ihm was erzählen. Jawohl. Oh Gott, hat er dich mit den Kindern sitzen lassen? Ich bin dann mal weg. Gut. Haben wir das auch erledigt? Super. Ja. Im Prinzip ist jetzt nur noch der da und Robby offen. Was jetzt allerdings keine Eile hat. Wie gesagt, ein recht gemütlicher Part zur Abwechslung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, trotzdem zu schauen. Und den Schlüssel für Flöz 11, der ja an irgendeinem Strand zu finden ist. Interessanterweise werden wir dann, ist ja kein Geheimnis, hier ist Bouger, aber hier ist nichts außer Meer außenrum. Interessanterweise werden wir den hier oben an der Fohnküste finden, südlich von Archades. So weit hat es den weggehauen, den Schlüssel. Und wenn wir den haben, kommen wir hier definitiv nochmal zurück. Weiter geht's im nächsten Part. Bis dann, euer Slugsy. Ciao.